Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Wir sind da, haben das letzte Mal ja sozusagen jetzt diese ganzen Slacks abtransportieren lassen. Also schaut ganz gut aus. Bis jetzt habe ich auch keinen Stau, es wird alles verarbeitet. Alles gut. Sekunde, ich muss mal schnell wieder den Audio ein bisschen einstellen. Das letzte Mal zu leise, jetzt zu laut. Bestätigen. Besser. So, ich möchte nicht gegen die Maschinen anfüllen. Wir möchten ja jetzt, dass das Lag nach oben transportiert wird. Das heißt, wir produzieren schon mal ein paar Bänder. Und das heißt jetzt, wir möchten ja, dass jetzt das automatisch verarbeitet wird. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken. Machen wir mal unseren Planer auf. Wir machen eine neue Produktion. Und zwar, das wird gar nicht so einfach gehen, ne? Ich möchte außen Water Treatment. Nee, das war nicht da, das war glaube ich hier drin. Okay, wir schauen erstmal nach. Resource Refining. So, und wir gehen mal ein wenig nach oben, dann wird es ein wenig ruhiger hier unten. Danke. So, ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, ich habe noch einen. Machen wir mal den nächsten hier auf. Okay, also das war jetzt Resource Refining, das ist hier drin. Da haben wir das da. Okay. Anwenden. Achso, ja, nee, wir brauchen es nicht zweimal. Wenn ich jetzt davon, sagen wir mal, 100 Stück produzieren will. Pro Minute. Ne, pro Sekunde wäre ein bisschen viel, pro Minute. Dann müsste ich 1000 Stück von dir herstellen. Und dann wäre das. Okay, das geht heißen, ich bräuchte... Okay, 100 Stück ist definitiv zu viel. Das heißt, ich möchte haben 10 Stück. Dann bräuchte ich schon mal alleine der da 4. Okay. Dann kommt es als zweites noch dazu. Wir möchten ja auch noch unsere Ressourcen haben. Das ist einmal das Gedöns da. So, und jetzt haben wir mal da... machst du auch 10 pro Minute? Dann brauche ich das. Da kommst du aus dem da. Dann brauche ich auch das da. Das heißt, ich brauche 91. Das heißt, ich brauche schon mal alleine dafür 2. Wenn er 10 Stück machen soll. Okay, das heißt, davon habe ich, wenn ich jetzt sage, okay, du sollst mir bitte, nee, Moment. Dann sollst du mir das in dieser Maschine crushen. Crusher.
Ah, okay. Ja. Das ist schon mal drüber. So, und jetzt musst du. Da brauche ich jetzt die Platten. Ah, nee. Okay, war falsch. Entschuldigung. Das heißt, du brauchst jetzt dann aus der Abteilung das da. Und aus der Abteilung das da. Und aus der Abteilung das da. Und aus der Abteilung das da. Gut. So, und jetzt möchte ich hier haben 10. Das muss ich löschen. So, nochmal 10. Ich möchte 10 Platten pro Minute herstellen. Das heißt, ich bräuchte... Auch du gehst über diesen Weg. Ich bräuchte alleine 12 dafür, dass ich 10 Platten pro Minute bekomme. Das ist schon ein bisschen heftig. Wenn ich jetzt sage eine, wären es 2. Ja, aber ich brauche ja... brauche, um das da herzustellen, brauche ich ja 24, glaube ich, ne? Also das heißt, ich habe hier 24 Platten. Das heißt, ich bräuchte da unten 28 Stück. Damit ich das ganze Zeug herstelle. Ich sage mal jetzt 5 Minuten, dann wären es 6. Ja, okay, aber 6 Stück, das wäre eine Sache, wo ich sage, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Können wir machen. Also das heißt, wir hätten alle 5 Minuten 24 neue Eisenplatten. Noch nicht der letzte Schluss. Aber das heißt, wir hätten jetzt dann hier 6 Stück. Wir haben hier eine. Ja, okay, bei 5 Minuten natürlich. Bei 5 Minuten hätte ich aber gesagt, möchte ich hier 20 Stück haben. Haben wir hier 2. Alles klar. Dann haben wir noch einen dritten Weg. Und zwar, wir wollen ja auch noch gebrannten Stein haben. Das wird jetzt witzig zu finden. Da ist er. Down. So. Okay. Und aus dem Stone Ziegelstein. Genau. So, also, du sollst dann auch noch mir 10 Ziegelsteine herstellen. Das machen wir dann auch wieder so. Das machen wir auch wieder so. Das heißt, das wären eine. So, und eigentlich hätte ich jetzt gerne... Ich kann die Zahl nicht verändern. Das heißt, ich bräuchte dann hier nicht mehr... Ja, genau. Nicht, hier hätte ich dann 20 Stück, bitte. Wäre ich immer noch bei einer. Problem wird jetzt eigentlich nur die Splittung. Ja, das heißt also, wir brauchen hier, brauchen wir 100. Hier brauchen wir 400. Und hier bräuchten wir 40. Ja, das heißt, es geht nach oben. Muss ich halt jetzt muss ich aufpassen. Ich hätte gesagt, dann mache ich das hier hin. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach oben.
von hier nach drüben. Ah, das Problem ist jetzt halt, jetzt habe ich definitiv dann halt hier nur einen einzigen Greifarm und der macht von und der macht die 180 Grad Drehung. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ja, die Verarbeitung muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Das ist jetzt total doof gerade. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt halt keinen Puffer mit drin habe, dann habe ich halt das Problem. Ja, wobei, Moment. Dann machen wir den dann machen wir so. Dann machen wir den weg und das weg. Und dich machen wir so. Und du gehst nach unten. Und ich baue mal wieder einen Strommast. So, machen wir dich mal dahin. Genau, dann kommst du. Und du nimmst von da und gibst nach da ab. Das heißt, wir haben jetzt dann hier unsere Pufferkiste drin. Toll, aber der eine Arm kann nichts ablegen. Ich muss unbedingt die Forschung für die Knickarme hinkriegen, dass ich auch nahelegen kann. Genau, Knee Inserter. Brauche auf jeden Fall, wie viel kann ich denn noch herstellen? 50 Stück. Fürs Arboretum brauche ich 50, 25 habe ich. Und wie viel brauche ich für das Knie? Nochmal 25. Das Problem ist, danach habe ich kein Eisen mehr. Muss ich mal hoffen, dass da oben noch was drin liegt. Das müssen wir auch noch umbauen, weil das gefällt mir so nicht. Da kommt dann die Linien ein wenig anders hin. Und apropos, Strom ist auch mittlerweile am Limit. Lustig ist, mittlerweile produziert er nur noch 3 Megawatt. Wenn ich schon mal mehr produziert. Ja, sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt noch genügend Eisen, dass ich die Linie dann auch noch sauber aufbauen kann. Das muss ja da noch weg. So, ich habe doch die Forschungsstationen auch abgebaut, oder? Ja, ich habe mal wieder gespielt, alles muss raus, alles muss weg. So, und wo bist du? Da bist du. Ha! Schön. Ich sehe es halt genau, wenn ich es anschaue. So, dann lasse ich dich auf jeden, euch zwei auf jeden Fall laufen. Ja, und ich möchte zuerst das Tree Arboretum fertig kriegen. Dass wir das halt hinkriegen. Ja, jetzt ist halt das Problem, dass sich das... Ja, okay, nee, es staut sich nicht. Und das steht jetzt für mich heißen. Dass das ja optimal wäre. Das heißt, wir brauchen nochmal hier Fließbänder. Ich sag gerade 4 Fließbänder. Ich meine natürlich Fließbänder, nicht 4.
So, und dann kommst du dahin. Und jetzt soll ich jetzt einfach mal provisorisch darüber ablegen, damit ich sehe, wie weit einer kommt. Okay, das schafft schon fast einen Arm alleine nicht, den leer zu räumen. Also das heißt, müsste ich eigentlich schon hier mit zwei Armen arbeiten. Müssen wir schneller werden. Also ihr seht gerade, ne, es läuft zwei Arme raus mit 180 Grad, aber der eine mit 90 Grad schafft es halt wirklich, das Zeug wegzuräumen. Heißt jetzt aber für mich definitiv, ich bräuchte jetzt dann sozusagen hier einen zweiten, der dann auch mitmacht. Den Aufbau komplett nochmal mit durchzieht, aber halt, wir müssten unsere Forschungsfläschchen fertig haben. Das wird auch mal so ein Ding, das was wir dann langsam aber sicher mal automatisieren sollten. Dass wir... Dass das die ganze Zeit läuft. Ja, okay, aber es sollte halt auch vernünftig erstmal alles aufbereitet sein. Wie gesagt, wenn jetzt sich dann die Landfläche sozusagen alle paar... alle 10, 20 Minuten... verändert, weil ich es dann verbreitern kann, dann wäre es ja optimal. Und Stromversorgung müssen wir auch noch anschließen, also eine zweite Reihe. Könnte ich ja eigentlich... Genau, ich kann dich eigentlich komplett mitarbeiten lassen. Kann es noch nicht, weil ich jetzt warten muss, bis der Nette da unten. Ja, ich kann aber mal schon die Slacks durchlaufen lassen. Da kann wenigstens der da mitarbeiten, dass die schon mal weggehen. Aber hier staut sich Gott sei Dank nichts. Also das ist super. Aber wie gesagt, es soll halt dann so aufgebaut sein, dass eigentlich hier alles leer ist. Es kann sein, dass ich da oben drei oder vier Stück brauche. Die nichts anders machen, außer Crushed Stone herzustellen. Das kommt in ein Lager rein. Wie viel Stahl habe ich eigentlich zurzeit? 14. Okay, reicht nicht. Also es kommt erstmal in ein kleines Lager rein und dann wird es aufgeteilt. Könnte ich hier in drei Richtungen machen. Stein nach unten, weil das der kleinste Weg ist. Nach oben für die Erzverarbeitung und auf die Seite für die Erzverarbeitung, weil da brauche ich mehr Platz. Und nach oben gehen wir, um die Landfläche zu vergrößern. Bin ich ja mal richtig gespannt, ne? Ob ich die Fläschchen richtig gerechnet habe. Bei mir kommt es gerade so vor. Ja, okay, das kann natürlich auch sein, dass die länger brauchen. So, 17, 17. Auf 25. Naja, okay, stimmt schon. 15 und 15 wären es 30. Das heißt, wir hätten noch 8, die wo weg müssen. Ah, vielleicht reicht's. Wenn nicht, können wir ja nochmal welche nachproduzieren. Aber das ist schön, ich habe meine Fließbänder bekommen. So, dann haben wir das hier auch.
gerade beim Überlegen, ob ich hier mit einer Kiste arbeite. Ja, werde ich tun. Kommt hier eine Holzkiste hin. Dann brauche ich bitte nochmal einen Knickarm. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. So, und dann gehst du jetzt so. Und du wirst gedreht. Ja. Ja, gedreht. Und du machst das so bitte. Ah, meine Pufferkiste. Und die Pufferkiste müssen wir natürlich einstellen, weil er soll nicht mehr machen als ein Stack. Das machen wir hier auch. So, dich kopieren. Dich kopieren. Und dann heißt es jetzt für mich dann Berg Nummer 3. Selbe nochmal. So, dann kriege ich hier bitte auch 2. So, dann wirst du auch verändert. Und zwar, ich möchte bitte haben, dass du das hier magst. Du auch. Kommst du weg. Dann veränderst du das auf hier. Veränderst du das auf hier. Und wir haben die erste Forschung fertig. Sehr schön. Ja, ist natürlich super, wenn ich den vergesse. Erforschung starten. Habe ich denn noch? Ja, 20, 25 habe ich. Das heißt, ich brauche nochmal 20. So, dann kommt er schon mal bis dahin. Dann mache ich dich nochmal weg. Weil ich nochmal 10 davon 2 will. Und ich darf nicht vergessen, davon brauche ich nochmal einen. Und jetzt bin ich bestimmt out of Eisen. Verdammte Axt. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell schauen, dass ich das Zeug jetzt aufbaue. So, du kommst dahin. Kopieren. Kopieren. Drehen. Und du kommst dahin. Kopieren. Gehst du hier hin. Gehst du hier hin. Auch soweit. Ehrlich gesagt, gehe ich jetzt bis hier hin. Und dann kommt die Kiste. Ja, das ist jetzt mein Problem. Ich muss die Kiste so hin machen. Dann gehen wir. Ja, wobei, ich muss es sowieso mit dem Strom nach oben. Scheißegal. Wenn wir gleich komplett richtig machen. So, du gehst dahin. Nach unten. Nach drüben. Arbeite mal. So, und dann heißt es jetzt für mich. Ich gehe jetzt mit einem nach drüben. Ich gehe dann dahin. Brauche ich meinen nächsten Knickarm. Muss ich mal hoffen, dass ich unten noch ein bisschen Metall irgendwo auf Halde habe.
dass der noch mal einen Durchlauf macht. Ich brauche nämlich noch ein paar Fläschchen. Das wird sonst nicht reichen. Jawohl. So, und jetzt möchte ich nie Insert das haben. Danke. So, dann haben wir hier nochmal Slack und hier haben wir Kupfer. Da haben wir Eisenerz und auch Slack. Aber es reicht nicht. Was einstecken habe ich nicht. Wo es natürlich reicht, ist beim Kupfer, ist klar. Ist klar. So, das heißt ja jetzt, ich bräuchte als nächstes. War das jetzt der Liquifier? Ja, es war der Liquifier. So. Machen wir dich so. Dasselbe wieder. Und jetzt brauchen wir Wasser. Haben wir ja gesagt, Kupferrohre. Müsste ich nur noch welche bauen. Das waren jetzt 5 Stück, die wir nicht reichen. Aber die reichen. Sehr schön. So. Und dann gehen wir jetzt dann hier als nächstes in den Crystallizer. Den stellen wir auch gleich hier hin. Da kommt jetzt ein Eisenrohr dazwischen. Ja, ich weiß, ich kann das hier mit Mineralsludge schon verändern. Das müssen wir aber alles erst noch aufbauen. Erstmal die altbewegte Ding, und wenn das andere sauber läuft, dann können wir das immer noch machen. So. Dann hätte ich gesagt, dann haben wir hier jetzt 2 Wege. Das heißt, ich brauche jetzt hier definitiv 2 Maschinen. Kommst du dahin und du dahin? Ja, jetzt bräuchte ich natürlich noch die Crusher. Ich brauche einen. Verdammt. Ich müsste mir mal kurz einen Crusher ausleihen. Der müsste mal schnell das Zeug da herstellen. Vielen Dank. Muss ich hoffen, dass das dann reicht, dass ich meine 24 voll kriege. Aber mir fehlt ja mal wieder gerade alles. So, wir sind jetzt bei 19. Ja, ist klar. Ich muss den laufen lassen und den Knickarm momentan ein bisschen verdrehen, dass der keinen Blödsinn macht. Weiß ich, müsste normalerweise, wie gesagt, cool wäre es jetzt halt so eine Doppelkiste, weil dann könnte ich immer sagen, okay, unten 2 rausnehmen, oben also rechts 2 rausnehmen, links 2 einfüllen. Ja,
Wahnsinn, ist das Warehouse. Was? 47.000? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Zeug alles machen soll. So, wir sind jetzt bei 21. 24 brauche ich. Da wäre Nummer 22. Das wäre der Notgroschen. Da spielen wir jetzt halt wegen der Laufmännchen. Das wäre jetzt wieder genau einer. Dann wären wir bei 23. Aber nicht geizen, mit dem kann man nämlich auch Eisen herstellen. Und jetzt gibt er mir von den anderen, wo ich die Chance habe, aus zwei zu kriegen, gar keinen. Ist er nicht nett? So, aber das heißt, wenn ich jetzt dich da mit 8 Stück reinhaue, mir die 4 gebe, dann hast du mir schon mal 2 gemacht. Ja, genau, und die sind leer. Jetzt bräuchte ich noch 5 Fläschchen. Der quietscht ja. Hat mal jemand Öl? Wir müssen hier was ölen. So, nochmal 2. Nochmal eine. So, und wie viel brauche ich jetzt für den Crusher? Ich brauche dafür 21 Platten, die kriege ich nicht. Da müssen wir noch ein bisschen produzieren lassen, erst von dem einen unten. Beziehungsweise, wisst ihr was? Nein, den reiße ich jetzt ab. Wir müssen die anderen hinkriegen. So, dann brauche ich nämlich nochmal einen Knickarm. Und den Greifarm bitte bauen, danke. So, und dann kommst du jetzt nämlich hier hin. So, Greifarm. Du gehst dann da rein. Und du machst jetzt erstmal das. Ich bräuchte jetzt eigentlich diesen gefilterten Arm, aber der ist ja noch weiter weg. Brauchte für diese Circuit Boards. Also die hier. Dafür brauche ich Basic Electronic Komponenten und Solder. Na, das soll noch nicht. Kann ich im Schmelzofen herstellen, aber dafür brauche ich das Blei und das andere Zeug. Hochtouren. Ja, das Problem wird sein, dass irgendwann die auch voll sind. Ja. Da müsste ich ja fast schon von jeder Seite dahin kommen. Halt, ich habe doch meine 5 Fläschchen fertig. Machen wir die mal rein. So. Wenn es ganz dumm läuft, reicht's nicht. Weil der dann irgendwo in der Mitte ist.
88%. So, aber für Eisenplatten kriege ich denn noch 15. Brauche ja 4 Stück, um einen herzustellen. Ja, und ich muss ihn jetzt halt mit der Hand entleeren. Aber sonst füllt der nicht weiter voll. Also wir brauchen da ganz schöne Menge. Und habe ich recht? Oder arbeitet noch irgendeiner? Ach, ich kenne noch meinen Spezi. Aber die alle beide da sind. Das, also wie gesagt, verstehen tue ich es nicht. Das waren jetzt 0,001% oder so. So, der Long Inserter. Da könnte ich halt auch über größere Strecken was machen. Hätte halt auch was. Dann erforschen wir den jetzt mal als nächstes. So, und wir stellen noch die ein. Das ist soweit in Ordnung. So, und jetzt kann ich nämlich dich einstellen und sagen, du sollst es bitte auf die Seite schieben. Und dich sagen, du schiebst es auf die Seite. Jawohl. Das heißt, jetzt funktionieren da auch beide. Aber nur genügend Material. Okay, aber das kann ich jetzt Abhilfe schaffen, indem dass ich mir jetzt nochmal einen Greifarm baue und hier erstmal eine Kiste hinstelle. Dass ich zu dem sage, entleer mal. Und das muss ich halt mit der Hand entleeren. Sind wir bei 24. Viel zu wenig. Wie gesagt, sobald ich dann halt das Zeug aufgebaut habe, ist das jetzt eigentlich ein befeuerter oder ein normaler? Ein filternder Greifarm, das ist ein ganz normaler. Dafür brauche ich 4 Circuit Boards. Ja, das heißt, wir müssen da auf jeden Fall demnächst mal hingehen und das alles umbauen und umplanen. Mal wieder. Beziehungsweise gucken, vielleicht, dass man die Slack-Produktion dann als nächstes aufzieht. Dass man halt an die Materialien rankommt. Ja, das werden wir mal machen. Aus. Produktion ist hier ganz gut. Das Problem ist jetzt halt, ja, hier. Dadurch, dass ich jetzt die halt von der Seite bringe. Jetzt wartet mal. Nee. Doch. Ha. Den kann ich ja umstellen. Genau. Dann produziert der nämlich, der dann nämlich für die untere Linie und der da für die obere Linie. Geht doch. Dann ist da kein Stau mehr. Dann arbeiten die auch mal ein bisschen zügiger. Problem ist jetzt halt, die Kiste wird jetzt schneller voll. Bei zwei rein arbeiten und nur einer raus. Aber. Rick, da hättest du ja auch auf die Idee schon mal vorher kommen können. Du legst nach oben.
brauche noch einen Greifarm. Und du fliegst nach oben. Dann verschiebe ich jetzt da den... Ah, scheiße, ich kann den Strommasten nicht verschieben. Mist! Dann kriegt der keinen Strom. Ich muss beide verschieben. Ja, dann verschieben wir schnell mal beide. Bauen wir nochmal einen. Und so ist das Eisen, das was ich eigentlich eingeplant habe für die nächste Maschine da. Schon wieder für andere Spielereien draufgegangen. So, aber jetzt geht auch hier das Zeug mal schneller rein und wir produzieren etwas mehr. Und wie gesagt, es geht aber nur so lange, bis ich nicht die Kiste aufteilen will nach unten und nach oben. Dann habe ich ein anderes Problem. Und ich kann ja noch nicht. Nee, das geht noch nicht. Ich kann noch nicht dahin gehen. Was bräuchte ich denn? Gehen wir mal schnell auf Suche. Inserter. Ja, nee, und da brauche ich auf jeden Fall schon die grünen Wissenschaftspakete. Ich glaube, da haben wir noch einen Schluck zu tun. So. Nehmen wir die mal mit raus. Ja. Mal gucken, wie weit das wir kommen. Oh, 48 Stück. Nehmen wir zwei. 24. Habe ich genau die richtige Menge reingeschmissen. Wir werden es gleich sehen. Jawohl. Ist ja super. Das heißt, wir kriegen unsere 24. Und 21 brauchen wir. Und jetzt ist die Stromversorgung mittlerweile komplett im Rachen. Aber du produzierst nur für zwei, ne? Also die müssten eine komplette Linie aufbauen, die wo nochmal drei macht. Also nochmal zwei komplett neu macht. Die Kohle wird noch nicht das Problem sein. Also Strom... Problem ist das Eisen. Wir müssen da auf jeden Fall jetzt in die Pötte kommen, dass das klappt. Und bitte lass mich noch einen Greifarm bauen, danke. Viel zu weit gelaufen. Naja, wenn man nicht weiß, wo man wohnt, ne? Ich brauche sogar beide. Heißt das jetzt, du kommst hier hin, kommt hier die Kiste hin, kommst dahin und du machst den. Oh, das wirst du wohl jetzt alleine schaffen. Möglich. Aber das wirst du schon hinkriegen, ne?
Ich helfe dir mal nochmal. Danke. Das wird erst runterregeln. Alles klar. Dann heißt es, wir haben jetzt wenigstens mal wieder die Struktur aufgebaut. Das heißt, es geht zwar noch nicht vollautomatisch und wir haben noch keine Landfläche, die erweitert wird und noch keine Steinproduktion. Das wird dann beim nächsten Mal bei mir so hier weitergehen. Und dann gibt es nur noch zu sagen, schaut euch noch schöne Videos an, die bei euch gerade präsentiert werden. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.